jetzt geladen. Dirk Heidemann ist zu Gast. Einen schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen. Ich mache aber keinen Schwänzeltanz, nicht? Weil das kann man ja auch missverstehen, ne? Ja, ich bin sehr froh, dass du das nicht machst. Mal sagen, ja. Das ist eine gute Idee. Genau, ja. Ich freue mich, hier zu sein. Ja, und ich mich erst. Ich finde es ganz toll. Und ich finde den Anlass finde ich auch sehr schön, dass du dein Buch geschrieben hast. Ja. Toll. Biografie, Lebensratgeber, über mein Leben, auch ein bisschen Ratgeber vielleicht. Und über sehr traurige Momente, über sehr, sehr lustige Momente. Unglaubliche Momente. Und auch über meine Jugend und mein Outing und meine, wie soll ich sagen, doch recht anarchistische Durchsetzung meiner sexuellen Ausrichtung in einem Tanzsportbereich in den 70er Jahren. Wow. Da habe ich keinerlei, also keine Ressentiments. Ja, da war, ich war eisenhart, ich bin mit diesen Schulterpolstern, die ich jetzt wieder tragen kann, übrigens, weil der modern ist. Das Sakko habe ich 1985 gekauft, ja, möchte ich gleich mal sagen. So viel mal zu nachhaltiger Mode, ja. Ja, das ist toll. Die Hose 1990, das 1980, 85. Und die Kette, ja, die ist ganz die neu. Die Kette ist neu in Wien. Am Samstag. Toll. Weil die habe ich im Fenster gesehen, hat 10 Euro gekostet. Super, sieht man gar nicht. Das war teurer. Das glaube ich dir. Nee, aber das heißt, es war gar nicht leicht, sich da auch zu outen, weil du bist ja unfreiwillig geoutet worden. Ich bin unfreiwillig geoutet worden, weil ich zu einer Diskothekeröffnung war und mein Mädchen, mein Kindermädchen, Tante Röschen, die sah denn die Berliner Abendschau, damals vom Sonderfreies Berlin, West-Berlin, da war das Metropol, das war so etwas wie das Studio 54 in West-Berlin. Und da stand ich dann mit Straßenforschung von oben bis unten und hier mit Glitzer im Haar geschminkt wie David Bowie, voll in und die Kamera. Und alle haben gehabt, du bist heterosexuell, oder wie? Und dann meine Mutter an und sagte, Rutschchen, dein Sohn ist schwul. So, das war dann mein Outing, ja, okay. Obwohl ich das Wort schwul nicht mag. Aha, weil? Ich finde, man sagt ja auch Heterosexuelle. Ja, so. Stimmt, ja. Und dann kann man auch Homosexuelle sagen. Schwul finde ich nicht schön. Und wenn ich das sagen darf, wenn du das als Schimpfwort benutzt, habe ich auch geschrieben. Mit Lisa Keskin übrigens, mit meiner Co-Autorin, die ganz toll ist. Mhm. Als Schimpfwort würdest du immer, du schwule Sau sagen. Du würdest nie, du homosexuelle Sau sagen. Ganz einfach. Ganz einfach, ja. Und ich bin ein Wort der schönen Sprachkultur. Ich bin auch kein Freund des Gendern. Weil das ist ja, guck mal, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, warum nicht so? Liebe Wählerinnen und Wähler, warum nicht so? Warum Zuschauer, Atemstillstand innen? Naja, wie man es macht, ist egal. Hauptsache, man aber sagt sie haben alle einen kurzen Atemaussetzer. Ja, ja, so. Ja. Und ich bin kein Freund von Gendern, weil man kann das eleganter reden, regeln. Und habe auch im Buch so da gegendert, wo man es musste, aber nicht überall. Okay, aber man sieht, du beschäftigst dich mit Themen, die dir wichtig sind. Und die hast du jetzt in diesen Kapiteln zusammengefasst. Ja. Du hast deinem Lieblingsnachbarland Österreich ein Kapitel gewidmet, weil du gerne hier bist. Und das, Austria 12 Points. 12 Points? Ja. Die haben wir verdient, oder wie? Die habt ihr verdient. Ja? Aber die ganzen Österreicher, Wien, auch der ORF, dem ORF bin ich sehr dankbar, weil ich habe so viele nette Leute kennengelernt in Österreich, mit denen ich immer noch sehr freundschaftlichen Kontakt habe. Eine davon ist unsere wunderbare Martina Reuter, mit der du dich dann immer um die Outfits, um die schrillsten Outfits matcht. Ja. Ihr zwei, das ist wirklich nicht schlecht. Seht ihr euch eigentlich bei deiner Buchpräsentation? Kommt ja, Martina? Die macht ja die Moderation. Ja, das ist aber toll. Ja. Und ich mache eine Lesung im SCS, nee, CSC. Nee, das SCS, ist die Frage. Shopping Center. SCS. Ja. Bei Wien mache ich um 16 Uhr am kommenden Freitag eine Lesung des Buches. Also alle, die da hinkommen wollen, die sind dann herzlich willkommen. Und da mache ich auch, signiere ich die Bücher und mache eine große Lesung in dem kommenden Freitag 16 Uhr. Wow, und vorab heute schon bei Guten Morgen Österreich. Ja. Dirk Heidemann, der aus der Reihe tanzt. Und du ermutigst die Menschen dazu, das zu tun. Du bist damit immer gut gefahren. Ich bin immer gut gefahren, aber ich habe mal versucht, den guten Geschmack zu wahren. Das kannst du. Und das du. Ist so eine Frage, da hast du völlig auch ein recht. Kapitel meines Buches, das der Aktivist. Und da geht es immer darum, dass man doch Aktivist sein kann, aber trotzdem ein bisschen Niveau haben kann. Danke, dass du heute da bist. Mit Niveau, dir keine Mann. Wir sind mit ganz viel Niveau auch wieder gleich zurück.